Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier auf diesem kleinen, aber feinen Kanal in den unendlichen Weiten des Internets. Herzlich willkommen hier auf Simon C. Walter zu einem Kreativstream, zu ein bisschen einem Katastrophenstream. Weil, seien wir uns ehrlich, ich habe keine Ahnung von dem, was ich heute versuchen werde. Ich habe keine Ahnung von dem, was heute dran ist. Von daher wird es ein großes, großes Experiment. Grüß dich, Pascal. Wie geht's dir? Was tut sich? Wie ist deine Woche bisher? So, genau. Nee, heute traue ich mich mal an Kürbisschnitzen. Ich habe mir entsprechendes Besteck dazu aus dem Edeka gekauft. Was ist noch zu lang? Achso, die Woche ist noch zu lang, ja. So schlimm, das klingt ja nach einem heftigen Einstieg. Muss sagen, ich bin irgendwie... Ich habe die Woche da angefangen, wo ich die letzte Woche aufgehört habe, nämlich irgendwie mit einem ordentlichen Schlafensdefizit und ich bin einfach jeden Tag müder und müder und müder. Schaffe es aber auch nicht rechtzeitig ins Bett zu gehen, was ein bisschen ein Problem ist. So, aber von daher perfekte Voraussetzung, um heute einen Kürbis zu schneiden, zu schnitzen, einen Carbonara zu basteln. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Wie gesagt, ich erwarte die größte Katastrophe überhaupt. Obwohl, nein, ich erwarte nicht die größte Katastrophe. Ich glaube nicht, dass ich mir weh tue. Ich glaube einfach bloß, dass es nach gar nichts aussehen wird und einfach nicht gut funktionieren wird. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und damit ist 18 Uhr. Von daher, wir gehen einfach mal nach hier erst einmal. Ja, ich kenne mich hier gerade in den Szenen gar nicht so gut aus. Weil ich die Simon C. Werkstatt viel zu selten mache. So ist es. So ist es, Pascal, dass C. in Simon C. Walter steht für Kürbis und Kürbisschnitzkunst und vor allen Dingen fehlende Kürbisschnitzkunst. Ah ja. Sehr gut. Hat irgendwer von euch schon mal Kürbis geschnitzt? Kennt ihr euch da aus? Könnt ihr mir dazu, also zur Hand gehen natürlich nicht, aber mit Tat und Rat zur Seite stehen. Wie gesagt, meine Vorbereitung war recht überschaubar. Ich war im Edeka und habe mir einen Kürbis besorgt und habe mir so ein Kürbisschnitzset besorgt. Für mehr hat die Zeit nicht gereicht, weil ich irgendwie derzeit dann doch zu viel anderen Kreativkram ständig nach vorne priorisiere. Das Messer muss scharf sein. Das hoffe ich, dass es das Schnitzmesser ist. Aber das heißt, Pascal, du hast schon mal Kürbis geschnitzt? Ich glaube, ich geh mal rüber. So, aber nee, das macht ja keinen Sinn. So, das ist besser. Ja, so ist, glaube ich, okay. Hoffe ich. Ah, sehr gut. Du auch nicht sehr erfolgreich. Das ist natürlich sehr praktisch. Damit können wir doch arbeiten. So. Wir ziehen uns mal zurecht. Und dann schauen wir mal an, was haben wir hier. Wir haben einen Kürbis. Einen Hokkaido-Kürbis. Von daher ist essbar. Von daher müssen wir schauen, dass wir nachher, wenn wir ihn auslöffeln, die Sachen so gut aufbewahren, dass man sie dann noch weiter verarbeiten kann. Wir haben... Das hier ist, glaube ich, das Kürbismesser, was da im Set drin war. Ich muss zugeben, funktioniert das, wenn ich das da hinhalte? Ja. Also ganz hundertprozentig überzeugt bin ich nicht. Es sieht halt aus wie ein sehr billig produziertes Sägemesser, aber es könnte, vielleicht. Es wird ja einen Grund haben, weswegen es da drin war in dem Pack. Wozu das Ding ist, ich schätze mal zum Löcherbohren, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist wahrscheinlich zum Anzeichnen. Obwohl, aber das ist ja orange. Ja, sieht man schlecht. Ist in Ordnung. Und dann noch der Raushollöffel.
Damit haben wir die Sachen, die im Set drin waren. Jetzt gehört zu einem Kürbanara. Wir sehen das Kürbanara da in der Ecke. Da in der Ecke, genau. Nee. Ist doch da in der Ecke. Haha. Absolut. Es sieht aus wie ein gruseliger Halloween-Nudellöffel. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hier wird zu oft gespiegelt. Genau, nee. Wir versuchen, ein Kürbanara zu erreichen mit der ganzen Geschichte. Die Farbe stimmt schon halbwegs, würde ich sagen. Wichtig ist ein bisschen, wie wir die Schweinenase basteln. Aber das, glaube ich, kriege ich noch halbwegs hin. Das, wovor ich mich komplett einscheiße, sind irgendwie, ist das Blattwerk. Dazu haben wir aber dann hier noch einmal einen Kopfsalat, den wir dafür verbauen werden. Das Problem ist ein bisschen, ich habe heute kein, also ich hatte nicht mehr die Zeit, um nochmal groß einkaufen zu gehen. Und da ich habe sowas wie Draht oder so nicht, was wahrscheinlich ganz gut wäre, um das sinnvoll zu verbauen. Was ich habe, sind Zahnstocher. Und natürlich für die Halloween-Stimmung nachher noch lustige Teelichter. Gut. Ja, schauen wir mal, was das wird. Ich, wie gesagt, ihr merkt es schon, ihr merkt es schon. Mein Selbstvertrauen in diese in diese Aufgabe könnte nicht geringer sein. Aber ich wollte es durchziehen, weil nur damit lernt man, dass man hier und da mal aus der Komfortzone rausgeht und einfach schaut, wie Sachen funktionieren. So, okay, gut. Ich gehe davon aus, dass wir zuerst einmal da oben quasi das Loch machen müssen, dass wir da oben quasi den Deckel abnehmen müssen, dann auslöffeln. Und dann können wir wirklich anfangen zu schnitzen. Die Frage ist ein bisschen, in welche Richtung wir das insgesamt hier schnitzen. Der ist ja nicht ganz rund, der Kürbis, sondern eher so ein bisschen eiförmig. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ich muss gerade irgendwie immer mal wieder nach drüben schauen, weil da sehe ich den Monitor, wo ich genau irgendwie zur richtigen Zeit da bin. Da habe ich noch das Tablet stehen, um den Chat zu sehen. Da ist der Chat dann auch irgendwie zu einer guten Zeit zu sehen. Aber dafür ist das Bild reichlich verzögert, was sehr, sehr verwirrend ist von Zeit zu Zeit. So, okay. Ich traue mich noch nicht so richtig ran. So, die Frage ist erstmal, auf welcher Seite bauen wir das Gesicht an? Weil an und für sich ist an so einem Kürbanara. War, glaube ich, die richtige Seite. Ja, doch, müsste die richtige Seite sein. An so einem Kürbanara ja nicht viel dran. Oh, warum das? Okay, ich muss einmal schnell schauen, warum das jetzt gerade irgendwie doppelt kommt. Das ist ja nicht so sinnvoll. So, wir versuchen es mal so. Wir versuchen es mal so. Aber wir werden es dann eh erst sehen, wenn der Bowtie-Falter-Bot das nächste Mal irgendwas sagen möchte. Gut. So. Jetzt tatsächlich erstmal die Entscheidung. Halt mal, hier sind diese. Da sind so eine Warzen-Dinger. So. Von daher ist das wahrscheinlich nicht eine gute Seite fürs Gesicht. Die ist besser, beziehungsweise ich glaube, die mir derzeit am sympathischsten ist, ist diese helle Stelle hier. Dass wir die vielleicht in Angriff nehmen. So, genau. Da sieht man nämlich wahrscheinlich auch den Stift am besten drauf. So. Die Augen sind ja an und für sich riesig. Was hoffentlich auch meinen fehlenden Schnitzkünsten entgegenkommt.
Ich glaube, ich mache irgendwas falsch mit diesem Stift. Das ist. Hat es zu dem ganzen Ding auch eine Anleitung gegeben? Ich glaube nicht. Wenn doch, ich muss einmal schnell schauen. An der Stelle herzlich willkommen an die vier Leute, die gerade zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Was tut sich? Es wird heute eine wilde Niederlage, glaube ich. So, das waren all die Papierdinger, die mit in dem Schnittset waren. Da sind verschiedene Trace Patterns. Aber Trace Patterns möchte ich ja nicht. Okay, nee, das sind bloß die sechs verschiedenen Trace Patterns. Ich hole mal noch schnell die tatsächliche Verpackung. So heißt es. Verpackung heißt. Von dem Pumpkin Carving Set. So, Kürbislöffel, Schnitzmesser, Stift, Piekser und sechs Schnittvorlagen. Okay, ja, nee, aber dieser Stift ist offensichtlich der Markierer, aber ja, das markiert eher so mittelmäßig gut, muss man sagen. Das ein bisschen für den Hugo. Das ein bisschen für den Hugo. Das Schöne an so einem Format wie jetzt, wo ich keinen Plan habe, ist, dass wir uns sehr, sehr gut nebenher unterhalten können. So. Grüß dich, Nana. Nein, habe ich nicht. Nein, 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 da bin ich sehr optimistisch. Ich bin sehr pessimistisch, was die ganze künstlerische Arbeit angeht. Aber ich bin sehr optimistisch, dass ich mir nicht über die Maßen wehtun werde. Und ansonsten kriegen wir den besten Clip überhaupt, nämlich Streamer bekommt Ehren-Darwin Award für Selbsttötung, für kreative Selbsttötung in einem Stream. So. Gut, ich habe gesagt, auf dieser Seite hätte ich gern das Gesicht. Aber wie geht's denn eigentlich, Nana? Was tut sich? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich habe irgendwie das mit, hey, ich schlafe mich am Wochenende so richtig aus und gehe dann total ausgeruht in die nächste Woche. Hat nicht so gut funktioniert und ich habe es diese Woche bisher auch noch nicht gut geschafft, rechtzeitig ins Bett zu gehen und gut auszuschlafen. Ja, der Unterschied ist, dass es hier überhaupt keinen Sinn hat, zu sehr irgendwie herumzuwuchteln. Von daher, keine Angst. So. Laut der Anleitung müssen wir einmal hier markieren. Der Markierstift ist orange. Dementsprechend haben wir orange auf orange. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Muss ich aber auch nicht. So. Ah, da hat jemand auch Otto Walkes früher mal gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses zu klein geratene Brotmesser irgendwie die geilste Variante ist. Aber ich dachte mir, wenn es in einem offiziellen Kürbisschnittset drin ist, dann sollte es doch genau das gut können. Ich glaube, an dieses Geräusch müssen wir uns ein bisschen gewöhnen. Ich glaube, ich werde heute noch viel an diesem Tisch rumwackeln. Das war knapp an der Hand vorbei, aber es war an der Hand vorbei. Von daher perfekt.
So. Soweit haben wir es. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz und sage herzlich willkommen an die 6 Leute, die laut Twitch Viewer Account schon am Start sind. Wie geht's euch? Was tut sie? So, okay. Unser Ziel ist ein Kürbanara. Erfahrung haben wir gar keine. Ich glaube zumindest, obwohl ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich doch irgendwann schon mal Kürbis geschnitzt. Aber wenn, dann ist es irgendwie gefühlt mehr als 20 Jahre her. Und damit total okay, dass ich mich nicht dran erinnere. So, jetzt kommt der Part, wo ich sagen würde, dass ich mich vergleichsweise sicher mitfühle. Das ist das Auslöffeln des Fruchtfleischs drinne. Obwohl, das jetzt gesagt habend, vielleicht ist das doch. Das Blöde ist, also es war kein sehr hochwertiges Pumpkin Carving Set. Ich glaube, das ist offenkundig. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich da jetzt zu stark reingehe, dass ich halt im Zweifelsfall das Plastik kaputt mache. So. Ja. Ich brauche vielleicht noch eine zweite. Obwohl, nee, ich glaube, man kann die Kerne danach raussortieren. Also wir haben schon zu den Kernen geschafft. Ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. So, wir schauen zwischendurch mal an, wie weit wir sind. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das? Ja, ich glaube, ich sollte hier einfach direkt schauen. Genau. Also so weit sind wir. Wir müssen da noch ordentlich löffeln. Aber bisher sieht es schon genauso aus, wie ich es mir dachte. So, ich kann mir das. Ja, ich glaub das gerne, dass du super, super irgendwie innerlich unruhig bist, dass du auf das Laptop-Angebot wartest. Irgendwie so. Ohne Computer ist ja, so traurig das ist, aber schon irgendwie ein ganz, ganz starker ein also eine ganz, ganz starke Einbuße von Lebensqualität. So. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wie viel vom Fruchtfleisch ich an der Stelle wegnehmen sollte. Hätte ich das alles davor mal recherchieren sollen? Vielleicht. Habe ich es getan? Nein. Finde ich es okay, das nicht getan zu haben? An und für sich schon. So. Ich hätte vielleicht meine Schürze anziehen sollen. Zu viel Aufwand. Aber wie gesagt, die Frage, die treibt mich tatsächlich gerade innerlich ein bisschen rum, ob, also wie viel vom Fruchtfleisch weg sollte. Doch, doch, ich möchte ihn schon später noch verwerten und essen. Alles an, mit allem anderen würde ich mich, glaube ich, nicht so wohl fühlen. Also ich. Als verpeilter Ein-Mann-Haushalt ist es so schon so, dass ich irgendwie viel zu häufig auch Sachen wegwerfe, weil ich vergessen habe, dass sie noch im Kühlschrank waren oder weil ich einfach nicht schnell genug aufgebraucht habe. Da muss jetzt an so einer Stelle das nicht quasi auch mit Ansage passieren. So. Schauen wir mal, wie lange noch irgendwelche Kerne rauskommen. Also noch sind auch welche zu sehen.
Bin mir übrigens auch nicht sicher, ob ich diesen Löffel richtig rum verwende oder ob man ihn eigentlich eher andersrum verwenden sollte. Aber solange noch Sachen rauskommen, denke ich mal, hey, es wird nicht so schlimm sein. Selbst wenn ich ihn falsch rum verwende. Die andere Frage ist ja noch dann für den Schnitzprozess, ob es dafür besser wäre, die Wände dünner zu halten. So. Ups. War gerade ein bisschen Fruchtfleischexplosion. Ja, das Tablet wird das aushalten. Die Hose wird das auch aushalten. Das Jackett muss sowieso mal in die Reinigung. Ja, also ich meine, so Hokkaido einfach in den Ofen, irgendwie dann mit Kartoffeln oder so, das geht ja super easy. Das ist doch schön. So. Halt mal, da ist noch ein Kern. So weit, so gut. So. Jetzt schaut es doch ganz, ganz gut aus, dass der entsprechend frei ist. So, okay. Ich wollte hier auf dieser Seite, auf der hellen Seite, vielleicht sollte ich mir auch noch Küchenrolle dazu holen. So, ich wollte auf dieser hellen Seite, das Gesicht machen. Frage ist, ob ich zuerst einmal schaue, ob ich irgendwie die Nase hinkriege. Wow. Ich meine, das war dieses erste Stück von hier oben. Nicht nur fast, es ist absolut und ganz und gar im Sinomon-Sinn. So, halt einmal. Ja, das stimmt natürlich. Also ja, kann ich nachvollziehen. So. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen einkürzen. Nee, machen wir mal andersrum. Okay, jetzt habe ich auf der einen Seite den Zahnstocher zu sehr eingekürzt, dass es nicht mehr genug Halt hatte. Ups. So. So ist es, glaube ich, auf beiden Seiten lang genug. So, schauen wir einmal. Das ginge bestimmt noch besser. Frage ist halt bloß, womit? Also sollte man hier aus dem Ding noch was schneiden? Aber so, als Zwischenstand ist das doch okay. Als Zwischenstand ist das doch okay und passt die Schweinenase, finde ich. Und wir überlegen uns nachher noch, ob wir ansonsten aus diesem Deckel
den noch entsprechend rund schneiden und diese Nase austauschen. Klingt nach einem Plan. So. Das brauchen wir zurzeit nicht. Weg damit. Also brauchen wir auch nachher, glaube ich, nie wieder. Doch kann ich, vor allen Dingen, weil ich den Plan habe, nachher, also das schon irgendwie so zu machen, dass man nachher noch ein Teelicht reinstellen kann. Und wenn ein Teelicht drin ist, weiß ich nicht genau, also es kann auch sein, dass ich da komplett ein Dünnschiss rede. So, aber ich glaube nicht, dass es so schlau ist, den Deckel wieder zuzumachen, wenn man ein Teelicht drin hat. So, der Feuerschutzbeauftragte sagt, glaube ich nein in mir. So. Ich habe hier die Nase einmal. Und wir stellen fest, dass dieser Stift wirklich überhaupt nichts kann. Wieso macht man einen orangenen Stift zum Sachen anmalen, also zum Sachen anzeichnen auf einem orangenen Kürbis? Dann könnten wir entweder freestylen. So. Ich glaube tatsächlich, dass in meinem Kopf das, was ich schnitzen möchte an Augen, zu kompliziert ist, zu komplex ist, zu kleinteilig ist. Ich würde nämlich am liebsten quasi das Weiß an den Seiten der Augen quasi rausnehmen. Warum? Mr. Bowtie Fighter Bot. Warum? Oder läuft das noch irgendwo anders im Hintergrund? So, da ist Stream Element einmal. Das ist doch dann kein zweites Mal da. Ich muss mal was ausprobieren. Das nervt mich gerade, dass das dann zweimal kommt. Okay, das funktioniert jetzt so, wie es soll. Allerdings weiß ich nicht warum. Weil eigentlich was nicht an ist, was hätte an sein sollen. So, aber gut. Wenn er bis mir da nur einmal anzeigt, finde ich alles in Ordnung. Für den Moment sieht es gut aus. So, lass uns mal zwischendurch Wasser trinken. Ich überlege gerade, hole ich mir jetzt einfach irgendeinen anderen Stift? Aber das hat natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass das gar nicht so gut ist, wenn ich den dann spät, obwohl im Zweifelsfall verkoche ich ihn ja. Oder verofne ihn. Von daher soll es ja nicht weiter wild sein, weil das ja eh nochmal hoch erhitzt wird. Auf der anderen Seite, wer weiß, was in so Faserstiften drin ist. Also hier so, wie heißen die? Filzstiften. Kann man Filzstifte essen? Das ist die Frage, meine Lieben. Kann man Filzstifte essen? So. Okay. Ich glaube, der Nachteil an dem Platz, den ich für das Gesicht auserkoren habe, ist, das stimmt, Nana. Dann stelle ich die Frage um, ist es schädlich, Filzstift zu essen? Und in welchem, also wie krass schädlich ist es? So. Hier habe ich nicht so richtig, richtig viel Platz für den Mund, aber den Mund brauchst schon. Obwohl, ich muss dann auch erstmal ausprobieren, wenn man den Filzstift direkt wieder abwischen kann oder so, dann ist es ja auch ein bisschen egal. Ich hol mal einen Filzstift.
Ah. So. Also er verwischt ein bisschen, aber man kann ihn nicht komplett abwischen. Das könnte jetzt gut sein oder das könnte jetzt sehr, sehr schlecht sein. Und ich glaube, ich hab das Auge ein bisschen zu klein angesetzt. Aber schaut ihr auch mal drauf. Also, ich glaube grundsätzlich ist es gar nicht mal zu klein, aber für diese Umsetzung ist es wahrscheinlich zu klein, weil man dann irgendwie zu kleine Teile ausschneiden muss und es dann halt im Endeffekt sehr, sehr wenig zu sehen ist. Ich hol mal Küchenrolle. Ach Mann, das ist heute aber auch eine Challenge, auf die ich auf ganz vielen Ebenen nicht vorbereitet war. Auf der anderen Seite, es war lang genug, hing die Info, hey, ich werde Kürbisschnitzen in der Luft herum. Von daher, ich hätte genug Zeit gehabt, mich innerlich darauf vorzubereiten. So, okay, gut. Aber so geht es gut genug ab. Dann gehe ich davon aus, dass es sich auch gut genug verkocht. Für den Fall, dass ich nach dem Genuss von was auch immer ich aus diesem Kürbis mache, kurz danach das Streamen abbricht, wisst ihr genau, was passiert ist. So. Ja, okay. Ich habe ein größeres Auge. Ah. Ah. Ja. Und Sachen im Mund. Kann hier, glaube ich, noch ein bisschen größer, dass man so halt einmal, um das jetzt einmal größer auch, also nicht auf dem Gesamtbildschirm größer, aber hier ein bisschen. Ja, ein bisschen was Goldfischmäßiges hat schon, weil die aufgrund der runden Form natürlich die Augen relativ an die Seiten gedrängt sind. So, gut. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Mund. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich den Mund so gezackt mache, wie das so typisch ist für so Halloween-Dingens, oder ob ich einfach so ein Stück Mund rausnehme, sodass halt das irgendwie durchscheint und das reicht. Und ich glaube, das reicht. Ich glaube nicht, dass wir Carbonara jetzt enorm verhalloweenisieren müssen. Wir sind froh, wenn es am Ende nach irgendwas aussieht. Nein. Nein, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, ob es da eine wirkliche Zusammensetzung gab oder ob es einfach eine Sache war, dass es mir phonetisch gefallen hat. Das kann auch passiert sein. Ja. Also ich.
hätte wirklich gar keinen Plan, was Kürbanara, also was, also Kürb ist klar, aber Ernara klang halt, glaube ich, gut. So weit, so gut. Also jetzt gerade funktioniert das Messer überdurchschnittlich okay. So ist gut. Aha. Okay. Okay. Ja, vielleicht müssen wir am Ende dann doch noch ein bisschen mehr aus von hinten rauskratzen. Aber so von der Sache her funktioniert das doch ganz gut. Also jetzt haben wir da. Da diesen, wie gesagt, mein Plan ist, das Weiß, wie heißt denn das Weiß im Auge ist? Ich habe das schon mal nachgeschaut, aber ich weiß es nicht mehr. Das Weiß rauszunehmen auf beiden Seiten und dann die Pupille noch rauszunehmen, sodass aber die Iris drin bleibt. Und ich hatte auch noch überlegt, ob ich mir irgendwoher Lebensmittelfarbe besorge. Nee, es hatte noch einen anderen Namen. Um das dann noch gelb anzumalen, aber ich glaube, es geht auch ohne das. So. Aber wie gesagt, das ging erstaunlich gut. Das habe ich mir härter vorgestellt. Wir hoffen, dass es auch weiterhin so läuft. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass das die Nase wieder abfliegt. Von daher, ich nehme die Nase einmal ab. Ich weiß auch nicht genau, ob die Art und Weise, wie ich das jetzt hier mache, eine super sinnvolle ist. Aber ich nutze den Piekser quasi, um so ein bisschen die Form anzudeuten. Linse? Bist du sicher, Pascal? Genau, Sklera. Das war es, woran ich gedacht habe und worauf ich nicht gekommen bin. Aber die Linse ist doch tatsächlich eher so der Part mit der Iris und so. Ja. Nee, andersrum, bitte rausdrücken. So, ich glaube, dann können wir ja oben und unten schon mal den Filzstift auf jeden Fall wegwischen. Ja. Das klingt eklig. Lederhaut klingt nicht cool. Aber gehört dazu. So. Okay, Bindehaut klingt eher nach was, was ich sagen würde. So. Ist gerade ein total wichtiger Part. Oh, okay. Da müssen wir definitiv noch mal auch hinten ein bisschen mehr rausnehmen. Weil ich glaube, ansonsten überhaupt nichts an Licht von drinnen nach draußen kommt.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es als Auge erkennen kann. Aber ist okay. Ist okay. Wie gesagt, es funktioniert alles besser als gedacht. Aber ich glaube, wie gesagt, dass ich vielleicht nachher nochmal da ein bisschen Fruchtfleisch wegnehmen muss. So. Ja, wegen Bindehautentzündung, das stimmt natürlich. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. So. Den Mund versuche ich sogar ganz ohne vorzustechen. Weil das bisher so gut funktioniert. Einen wunderschönen guten Abend, Melly P. Wie geht's dir? Was tut sich? Nee, ich will es aber nicht nach innen. Ich will es nach außen. So. Noch ein Stück raus. Das könnte natürlich sein. Wie geht's dir, Melli? Was tut sich? So, dann schauen wir wieder mal auf den Zwischendings. Ich schaue gerade nach jedem Schnitt einmal auf das Zwischenergebnis. Aber so. Warum sehe ich da jetzt nichts mehr? Bin sehr gespannt, wie das am Ende wirkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber insgesamt funktioniert das mit dem Schnitzen wesentlich besser als gedacht. Ich habe mir das wesentlich mehr als brutale Hardcore-Arbeit vorgestellt. Das ist es gar nicht so sehr. Dann kommt halt nachher noch die brutale Hardcore-Arbeit, wie wir das Grünzeug, was wir ja da sehen, auf Carbonara irgendwie dran kriegen, wie wir dann aus Salatblättern ohne Draht oder sowas trotzdem sowas ähnliches wie diese Ärmchen hinbringen. Das freut mich, Melli. Das freut mich. So, okay. Wir müssen noch das zweite Auge machen. So. So. Ich habe übrigens keinen Plan B, was ich eigentlich mache, wenn das hier einfach viel zu schnell vorbei ist. Melli, hast du schon mal Kürbis geschnitzt? Eigentlich. Und Nana, hast du schon mal Kürbis geschnitzt? Pascal hat irgendwann schon mal, aber vor langer, langer Zeit. So. Oh. Aber ich dachte, du bist irgendwo im In Human Resources oder sowas, warum schnitzt ihr Kürbisse? Ist das so als Teambuilding-Maßnahme? So, und dann jetzt hier noch ein bisschen weiter drüben. Wie gesagt, mein bisheriger Status ist, es ist leichter, als ich dachte. Ja, natürlich schön in der Arbeitszeit.
Zu welcher Zeit sollte man das sonst machen? Glaubst du, es gibt irgendwen auf der Welt, der Kürbisschnitzen in seiner Freizeit macht? Und du hast dir gedacht, hey, ja, muss ich nicht arbeiten, bin ich sofort dabei. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. So. Jetzt fehlt hier noch die zweite schlangenmäßige Pupille. So. Und ich glaube aber, dass wir dann tatsächlich hier eigentlich schon fertig sind mit allem, was an so einem Körper nachher geschnitzt werden muss. Nein, andere Richtung. Soll raus. Ja. Okay, das ist jetzt sehr, sehr schmal. Eieiei, okay, gut. Da ist ein bisschen was locker geworden. Von daher müssen wir jetzt besonders vorsichtig arbeiten, wahrscheinlich. Aber an und für sich sind wir ja fertig. Von daher ist gar nicht mehr zu arbeiten. So, dann schauen wir noch mal gemeinsam drauf, meine Lieben. Dann schauen wir noch mal gemeinsam drauf. So, das ist jetzt unser zweites Auge. Hier dieser Teil der Iris ist ein bisschen wackelig, aber das ist ja auch ein Anschauset und kein Spielset. So. Wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich noch Lebensmittelfarbe besorge, um die Pupillen auch gelb anzumalen, habe mich jetzt dagegen entschieden. Ja, Nana, die Antwort ist schlicht und ergreifend ja. So. Abbrechen, ich will gar nicht anhalten. So, halt mal. Tun es jetzt einmal die Zwischenzeitsnase drauf. Wie gesagt, die Frage ist ein bisschen, aber doch, ich glaube, ich werde noch eine andere Nase schnitzen. Aus diesem Ding hier. Das heißt, wir müssen einmal da diesen Hutteil wegmachen. Und machen das dann also schnitzen das in eine Größe klein, dass man eine sinnvolle Nase irgendwie draus bauen kann. Vertraue dieser Nase halt auch nicht so sehr, dass sie nicht irgendwie auseinanderfällt. So, aber Körbanara, dreh dich mal um. Schau zu den lieben Leuten. So, aha. So. Ja, doch, also ich glaube, mit gelben Augen wäre es noch cooler. Beziehungsweise, dass wir ja an der Stelle auch, bevor wir das zu Ende machen, und wir haben ja genug davon, zudem, das sind Duft-Teelichter, die riechen nach Vanille. Davon habt ihr nicht so viel, aber ich umso mehr. Hatte gesehen, dass es Duftteelichter sind, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, welche Sorte es ist. Huch. So, aber wir kommen jetzt auch zu einem sehr, sehr wichtigen Effekt von so Kürbisschnitzerei und so. Das muss ja auch immer was können, wenn da drin ein Teelicht ist. So. Übrigens, ich muss ja zugeben, mir geht das alles viel, viel zu schnell. Ich weiß nämlich wirklich nicht genau, was ich mache, wenn ich fertig bin. Im Zweifelsfall wirklich einfach nur einen relativ kurzen Stream haben. So. Ich habe ewig lang keine Streichhölzer mehr angemacht. So. Komm schon, nicht sterben, Flamme. Ja. Mach einmal eben das Licht aus, damit wir irgendwie einen Eindruck haben.
Das gefällt mir doch schon ganz gut. Das gefällt mir doch schon ganz gut. Man sieht sehr, sehr wenig, dass es ein Carbonara ist. Aber es sieht ganz cool aus. So, okay. Ich könnte es euch theoretisch aber natürlich auch so drehen. Ja, oder? Dann seht ihr das Carbonara. Aber da muss ich ein bisschen schauen, wo ich. Ich muss hier noch mal ein bisschen umräumen, damit ihr das beleuchtete Carbonara habt. Und ich hier aber trotzdem irgendwie auch sichtbar noch weiter Sachen machen kann. So. Whoop. So ist doch. In Ordnung. Ich darf bloß nicht zu sehr am Tisch ruckeln, damit das Handy nicht runterfällt. So weit, so gut. So weit, so gut. Oder ich müsste das Handy irgendwo ein bisschen hochstellen, aber ich weiß gerade nicht genau, wo wie. So. Gut. Wir wollen jetzt aber noch eine coolere Nase. Wir wollen jetzt noch eine coolere Nase. Von daher schneiden wir hier einmal dieses Hütchen ab und brauchen jetzt in etwa diese Größe. Also wir sind zu groß. Wir sind zu groß. Ist schon schön bisher, Nana, oder? Es ist schon schön. Wir machen nachher auch noch mal das Licht aus, verspreche ich. Aber jetzt erstmal brauche ich noch Licht, um entsprechend weiterzuarbeiten. So. Gut, so. Aber mitten auf, oder vielleicht da dann jetzt nochmal mit dem Stift. Geht das mit dem? Nee, das ist, geht gar nicht. So, eigentlich ist das ja schon fast so ein bisschen umgedrehtes herzförmig, was Kürbanara da hat. So. Wir schnitzen uns mal im klassischen Sinne wirklich ein bisschen so Stück für Stück ran an die Form, die wir brauchen. So. 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 Da, 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 da. Ja. So, das. Jetzt oben noch ein bisschen was wegnehmen. So. Das ist doch jetzt eine viel, also die bessere Form, würde ich sagen. Und da müssen wir halt gleich nochmal, genau, da die Löcher entsprechend groß ausschneiden. Ja, aber ich glaube, ich muss dann nochmal, obwohl, das können wir einmal nachschauen. Ah. Ja, ich glaube, ich muss dann noch mal die Zahnstocher umsetzen. Aber das ist ja nicht so schwer, hoffe ich. So. Okay, gut. Okay, gut. Wir merken uns auf das Fruchtfleisch
Von Kürbissen ist es gar nicht so leicht, mit Filzstiften zu malen. Haben wir wieder was gelernt. Für die Ewigkeit. So. So, jetzt auf der Seite und auf der Seite. So, jetzt da einmal gegendrücken. Komm raus! Ah, okay, gut. Da oben hängt es noch irgendwo. So, jetzt aber, oder? Yeah! Genau. Da haben wir jetzt die eine Seite. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus, finde ich. Sehr stabil. Hoppala. Ich finde auch, wir kommen dahin. So. So, jetzt haben wir den Rüssel, denke ich. Ja. Jetzt haben wir den Rüssel, der schaut super aus. Der schaut super aus. Den auch mal wieder ein bisschen. So. Aha. Okay, gut. Die Frage, wie kriegen wir die Zahnstocher wieder raus? Jetzt in diesem Moment hat es eher ein bisschen was von Jack aus Nightmare Before Christmas. Aber so, die Frage ist ein bisschen ein oder zwei. So, da muss es hin. Ja. Ich glaube fast eher zwei. So, nämlich ein Loch hier. Ein Loch darunter. Ja. Ja, ich glaube schon. Aber dann muss ich noch mal schnell die Lampe aus, also die Lampe, das Teelicht ausmachen. Es riecht übrigens sehr nach Vanille gerade. Es riecht sehr nach Vanille. So. Und kurz auskühlen lassen, damit wir das Teelicht da einmal rausnehmen können. Und dann geht es im Prinzip ja darum, hopp, hier die Löcher, in denen davor die Zahnstocher gewesen sind, an der Stelle einmal irgendwie länglich zu vergrößern, damit die relativ gut dahinter sind. Das kommt relativ gut hin, das habe ich gerade also ausgemessen wäre ein großes Wort für das, was ich gemacht habe, aber abgeschätzt. Ey, ich bin bisher zufriedener, als ich gedacht habe. Ich hatte echt ganz, ganz, nicht ganz, ganz starke Schmerzen, sondern ganz, ganz stark das Gefühl, hey, das könnte auch kompletter Humbug werden. Das könnte auch komplett nach hinten losgehen. Dafür bisher sieht es echt besser aus, als ich gedacht habe. So. Ha, auch das hat besser geklappt. Ja, und ich weiß, nachher kommt dann noch der Part,
mit Salat. Aber daran denken wir dann erst nachher. So, einmal hier Matsch ab. Abschnipseln. So. Ein bisschen größer darf man. Aber es sollte halt auch nicht riesig sein, denke ich. So. Eigentlich könnte ich hier auch so drehen, dass ihr vielleicht sogar seht, wie ich da rumschnipsel. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Soll danach schon irgendwie ein sinnvolles Foto geben. So. So, dann schauen wir jetzt noch mal, wenn wir das draufsetzen. Ja, dann kann man bis rund bis rein sehen. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. So, das heißt, jetzt brauchen wir noch einen neuen Zahnstocher. So. Also ich würde tatsächlich Fotos machen, mit Licht an und mit Licht aus. Okay. Andersrum vielleicht. Aha, jetzt steckt das fest. Übrigens, ich glaube, dass diese Variante, die ich da nutze, um um die Zahnstocher jeweils rauszuholen, nicht unbedingt safe for work sind. So. Okay, gut, jetzt sind die zu lang. Ja. So. Jetzt haben wir den noch ein bisschen eingekürzt und muss so rum, ja. So. So. Nein, Nana, das funktioniert nicht. Weil der Oktober ist schon anderweitig vergeben. Der Oktober wird der Wimmelbildmonat. So. Ey, ich bin schon ein bisschen stolz auf die Nase. Die ist echt gut geworden. So. Lass mich in Ruhe. Geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Machen wir einmal den Part, der auch noch was am Gesamtbild ändert, aber noch der leichtere Part ist. Wir machen hier unten ein Salatbett. Weil, wie wir da sehen, unten schauen irgendwelche Blätter raus. Von daher lassen wir unten irgendwelche Blätter rausschauen. So. So weit, so einfach. So.
Ja. Oh, ich kann es auch noch mal hier drehen. Obwohl ich glaube, ja, nee, das ist zu tief. So, genau. Dann einmal so. Ja. Das Problem daran ist, dass man den Mund dann gar nicht mehr sieht. So, von daher vielleicht noch mal so. Bisschen weiter nach vorne. Ja, das. Oh, jetzt sieht man da vorne die Blätter gar nicht mehr. Das ist auch nicht richtig und auch nicht gut. So, ich möchte beides. Ich möchte Mund und Blätter. So. Ja, jetzt auf der zweiten Seite auch noch das Blatt ein bisschen raus. So. Ja. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Da sind wir auf einem guten Weg. So, bevor wir jetzt irgendwie noch mal großartig herumfiddeln mit den Blattarmen. Oh, nee, so rum soll es nicht. Ah. Hätte ich gern etwas mittiger. So. So, wie machen wir denn das jetzt am gescheitesten? Weil wir sind ja jetzt, wie gesagt, bis auf das Gefiddel mit den Armen sind wir an und für sich foto-ready. So, halt mal, das kann weg, das kann weg. Weil zu schnitzen ist nichts mehr. Ich mach mal noch da drüben wieder das Licht aus. So, das ist jetzt schon wesentlich weniger Licht. Aber ich könnte tatsächlich das sogar noch ein bisschen härter betreiben. Ist total spannend, was die Kamera jetzt gerade noch an Licht einfängt. So. Das sieht schon cool aus. Ich finde das sehr, sehr fein gerade. Was sagt ihr bisher, meine Lieben? Wie gesagt, es ist ein bisschen ganz und gar dunkel machen kann ich es nicht, weil im Zweifelsfall sind ja auf jeden Fall da noch mehrere Screens, die einfach selbst auch Licht abgeben. Von daher ganz dunkel wird es nicht. Aber ich finde, man merkt, also man sieht schon ganz gut, wie es insgesamt wirkt. Und ich finde, es wirkt sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Aber woher soll ich denn jetzt gerade eine Kurzgeschichte zum Thema nehmen? So.
Aber dann machen wir auch jetzt gleich auf jeden Fall mal. Obwohl, halt mal, bevor ich hier Fotos mache, muss ich noch ein bisschen zumindest wieder zur Seite räumen. Dann reden wir aber nicht von Vorlesen, sondern dann reden wir von Erfinden. Alles gut, alles gut, alles gut. So, einmal weg, einmal weg, einmal weg, weg, weg. Hier ist halt genau der Ort, wo es ganz arg schmatzig aussieht. So, halt mal ein bisschen. Das ist genau darüber, aber dann ist halt im Hintergrund immer noch Blödsinn. Das habe ich mir natürlich nicht überlegt, wie ich mit dem Hintergrund und so umgehe für Fotos. Und genau deswegen bin ich kein großer Influencer. Genau deswegen, weil ich an sowas nicht denke. Hey, ich bin ja erstmal tatsächlich überrascht davon, dass das so gut funktioniert hat und dass das so ansehnlich insgesamt gerade funktioniert hat. So, versuchen wir es mal mit der, obwohl. Ah. Oh, wechseln Sie den Akku, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlechtes Timing. Dabei wollte ich halbwegs gute Fotos machen. Dann muss ich einmal schnell den Akku anstecken. Halt, Alter, Alter. Heute ist so ein enormer Chaos-Stream. Das tut mir fast ein bisschen leid, aber ein bisschen auch gar nicht. So, okay, gut. Der Akku für die Kamera lädt einmal. Und jetzt gerade sieht man natürlich gar nichts aus eurer Sicht. Man sieht gar nichts. Da sieht es ein bisschen aus wie, wie ein Salatteller. Aber wenn ich das jetzt hierher hole. Ja. Da ist jetzt gerade halt zu viel Licht im Raum. Beziehungsweise eigentlich, was wir mal machen müssten. Ich muss wieder überlegen, in welche Richtung. Nee, doch so rum ist richtig. So. Dann machen wir jetzt gleich das Licht nochmal aus und dann haben wir hier den Vergleich zwischen gezeichnetem Körbanara, geschnitztem Körbanara, gezeichnetem Körbanara, geschnitztem Schon fast ein bisschen eine vorweihnachtliche Stimmung, ich weiß. Ja, wie gesagt, ich muss gerade darauf warten, dass der Akku für die Kamera wieder ein bisschen voll ist, sodass ich irgendwie gescheite Bilder machen kann. Aber so von der Sache her ist das doch voll, voll nett, voll schön. Und dann machen wir ein paar Bilder im Hellen, ein paar Bilder im Dunkeln.
So, genau, ich kann jetzt. Machen wir hier mit der Detailkamera auch noch. Ich muss ja sagen, ich mag gerade hier die Farbigkeit vom Handy wesentlich mehr als das, was die Webcam da abgibt. So, okay. Passt, 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 passt. Seid ihr auch schon so sehr in Halloween-Modus wie ich? Weil ich meine, das, was wir tatsächlich ja spontan noch machen können, wäre einfach ein bisschen Just Chatting. Ich muss zugeben, dass ich sehr, sehr wenige Halloween-Geschichten habe, einfach weil Halloween in meinem Leben sehr, sehr selten eine wirklich große Rolle gespielt hat. Ich bin sehr gespannt jetzt aufs Wochenende, wo ich seit Jahren mal wieder auf einer Halloween-Party bin. Genau. Aber um jetzt nicht, also wie gesagt, wir können uns gerne irgendwie über, also feiert ihr Halloween? Macht ihr was mit Halloween oder macht ihr auch eher nichts mit Halloween? Und in der Zwischenzeit überlege ich mir ein bisschen, ob wir es noch irgendwie hinkriegen, auch so Ärmchens zu bauen. So, wir haben noch Salat. Wie gesagt, eigentlich wäre meine Idee gewesen, mit Draht was zu bauen. Nee, das vielleicht nicht, aber andersrum, man könnte doch bestimmt einen Kürbernara aushöhlen. Und dann ein Teelicht reinstellen. Woraus man das Teelicht gewinnt, das muss ich mir noch überlegen. Aber so von der Sache her. Und wie steht ihr eigentlich zum Thema Verkleiden? Ich muss ja sagen, ich finde es total okay und total cool, irgendwie auch verkleidet zu sein. Aber im Normalfall ist es halt schon so, dass ich mir denke, ey, dafür, dass man gefühlt 5 Minuten auf die Verkleidung achtet, lohnt sich der Aufwand, eine eigene Verkleidung zu machen, meistens nicht. Von daher, ich lasse mich gerne verkleiden, ich verkleide mich selbst gar nicht so gern. So, halt einmal. So. Das ist jetzt halt auch doch die Frage, wie das am Gesamtkunstwerk befestigt wird. Ah, nee. Das ist nicht. Könnt natürlich. Oder ist das zu simpel gedacht? So, halt mal, wenn wir das jetzt hier noch einmal umdrehen. Aber wir müssen jetzt gerade mal irgendwie einen Kamerawinkel hinbringen, dass ihr auch was seht. Ist das albern oder geht das als so Ärmchen? Ist das dementsprechend dann auch ganz cool? So. Ah. So. Ja. Weil ich meine, so geht das ja relativ einfach, dass man so Blattärmchen macht. Dass man quasi einfach einen Zahnstocher einmal so durchfädelt. Ja, obwohl. Bei dem letzten Blatt ging das besser. Aber ich glaube, weil der Strunk nicht so krass mitgekommen ist. So.
So. Ich finde es auch in Ordnung. Es sieht halt wesentlich mehr aus wie so kleine Flügelchen oder so. Aber ja, das passt doch. Das passt doch, das passt doch. So, halt mal. Dann überlegen wir jetzt, wie wir da einen halbwegs fotografierbaren Hintergrund dahinter bringen. So. Ich habe leider kein gutes farbiges Papier. Es ist so krass, wie wenig das auffällt, dass da ein Teelicht drinne ist, finde ich hier auf dem Kamerabild. Aber es soll, wie es soll. So. Oder halt mal, wenn man da jetzt. Vor allem, aber, also, ich meine, die Idee, Kürbanara vor dem Greenscreen zu fotografieren, ist an und für sich kompletter Humbug, weil das die Hölle wird, das quasi rauszukien, dass die Blätter auch grün sind. Also von daher, das ist eigentlich keine Möglichkeit. Aber dahinter irgendwie einen einfarbigen Hintergrund, sodass man ihn sehr, sehr leicht rauszauberstaben in Photoshop kann oder sowas, wäre total sinnig. So, okay. Ich schau mal, ob ich was finde als Hintergrund. Mal. Ich habe eine Idee. Das ist doch eigentlich ganz brauchbar. Ich hole mal noch einen zweiten, so einen Deckel, sodass wir quasi drunter und dahinter so ein Schwarz haben. Und ich glaube, dann geht es. Jetzt gerade seht ihr gar nichts. Ist mir schon bewusst. Aber wir arbeiten dran. So. Einmal hoch. Auf. So. So ist es nämlich zumindest halbwegs einfarbig im Hintergrund. Halt nicht durchgehend, weil jetzt die Arme ein bisschen zu breit sind. Aber wie gesagt, damit kann man auf jeden Fall leichter arbeiten als mit dem sehr durchwachsenen Hintergrund davor. Ich werde danach die Fotos auf jeden Fall auch in den Discord reingeben. So rum? So rum. Nee. Andersrum. Glaube, ich habe jetzt drei von vier Richtungen mal ausprobiert, diesen Akku reinzutun. Nee, stimmt immer noch nicht. Wenn das jetzt wirklich vier von vier Richtungen waren, dann haben wir ein Problem. Nee, so muss es. Ja. Perfekt. So, halt mal. Damit ihr zumindest. Hoppala.
Hey, hier kann man jetzt eigentlich noch mal ganz lustig sehen, wie geil diese Nase jetzt von der Seite aussieht. Großer Fan, großer Fan, großer Fan. Warum? So. Okay, ich muss hier irgendwas umstellen. Das ist ja eine nervige Variante. Ich möchte doch, genau, ich möchte nicht Selbstauslöser, ich möchte Einzelbild. Danke. Entschuldigt bitte, also während ich Fotos mache, bin ich mit Sicherheit nicht sehr, sehr, sehr gesprächig. Wie findet ihr den Carbonara? Wie gesagt, nachher kommen dann auch noch Fotos in den Discord. Nein, nein, tatsächlich nicht. Grüß dich, Burrito. Wie geht's dir? Was tut sich? Nein, aber ich habe einen Real-Life-Kürbanara hier am Start. So seht ihr es auch ein bisschen. Also ich muss einmal schnell schauen. Nee, nee, das. Ich werde nur langsam, aber sicher zum Vampir. Deswegen sieht das so aus. So. Ich bin an und für sich müde, aber freue mich gerade darüber, dass dieser Kreativstream wesentlich erfolgreicher ist, als ich ihn erwartet hätte. So, ich mache jetzt einmal wieder noch das Licht aus, um auch noch ein paar Schnappschüsse im Dunkeln zu kriegen. Burrito, wie stehst du zu Halloween? Ist Halloween für dich ein Ding oder eher nicht? Und natürlich die Frage, wirst du dich als Badger verkleiden oder nicht? So, jetzt schauen wir noch mal gemeinsam. Oh. Ist schon stimmungsvoll. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber stimmungsvoll ist das. Genau, da könnt ihr gerade sehen. Ja, nee, aber ich meine auch so grundsätzlich. Also, weil, wie gesagt, ich merke, dass Halloween bei mir im Leben nur ganz, ganz selten eine wirklich große Rolle gespielt hat. So, halt mal dann. So, dass ihr hier zumindest so ein bisschen was an Bild habt und ich mache jetzt in der Zwischenzeit einmal. Ah, ich glaube, die Dunkelbilder werden eher so mittelmäßig gut. Aber. Ich finde übrigens, mit den Blätterärmchen wirkt es halt fast ein bisschen wie eine Fledermaus.
Nee. So, ich schaue einmal, ob hier auf dem Bildschirm es zumindest so aussieht, als ob ein paar Fotos dabei sind, die man irgendwie ganz gut herzeigen kann. Ja, die, also ist ja an der Stelle natürlich das, die Sache mit Fotografie. Fotografie funktioniert besser, wenn Licht da ist. Vor allen Dingen, wenn man halt schon eine okay, aber keine grandios gute Kamera hat. So, ich mache mal das Licht wieder an. Hoppala. So, okay, aber dann kann ich ja das alles eigentlich erstmal wieder wegräumen. Beziehungsweise halt mal damit habe ich jetzt hier schon die Chance, das auch noch mal ein bisschen in einer besseren Höhe für euch auf dieser Kamera zu haben. Und dann mache ich vielleicht doch gleich das Licht noch mal aus, weil dann habt ihr es noch mal irgendwie halbwegs sinnig auf der großen Kamera und habt ein bisschen Halloween-Atmosphäre. Es wäre halt schon schön, das irgendwie noch dunkler hinzukriegen, aber wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht die ganzen Bildschirme da drüben ausmachen und die geben halt schon. Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe heute Kürbis geschnitzt. Nicht erst in einer Woche. Und bis in einer Woche hält der, glaube ich, auch nicht, sondern ich werde ihn davor weiterverarbeiten. Aber ich bin ein bisschen stolz. Jetzt lasst mich doch mal ein bisschen stolz sein. Ich hatte tatsächlich eigentlich die feste Erwartung, dass heute der Kreativstream mit einem absoluten Failure quasi aufhört. Aber schaut euch das an. Das ist schon eigentlich ganz cool geworden. Das hat Nana schon so von der Richtung her gesagt, aber ja, natürlich. Ist ein Hokkaido-Kürbis. So, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan B dafür, was ich mache, wenn ich fertig bin. Und ich würde sagen, ich bin fertig. Von daher wird es, glaube ich, heute einfach ein kürzerer Stream als sonst. Weil tatsächlich, ich hatte überlegt, ob ich ansonsten jetzt noch irgendwie ein bisschen Brainstorming mache oder so, aber dazu müsste ich Computer wechseln und das ist alles ein bisschen kompliziert. Von daher bleibt es heute vielleicht einfach dabei. Nana, mach da nachher, wenn ich die Fotos also raufgeladen und rüber getan habe. Mach doch da einfach mal in einem von den Fotos eine Kuh in cooler Font irgendwie Bu dazu. Ihr habt bestimmt ein, zwei Fotos, wo das gut irgendwie passt. Oder vielleicht auch nicht. Doch. Voll schön. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ihr seid beide zutiefst verdorbene Stücken Menschen, die ganz, ganz hochvorzüglich sind. Hoppala. Ah, stimmt, du hast recht. Wie bitte, du hast kein Photoshop am Tablet? Verstehe ich nicht. So. Nee, aber ich würde sagen, dann haben wir es, oder? So, dann haben wir es.
Was macht ihr heute noch Schönes, meine Lieben? Nee, Nana, ich bin mir fast sicher. Ich muss dann gleich erstmal nachdenken, was ich esse. Ich glaube, ich bin echt schlecht ausgestattet gerade. Hab mich zu sehr mit Wimmelbildern und ach Scheiße, morgen will ich ja noch Kürbisschnitzen. Okay, dann kaufe ich jetzt noch schnell die Sachen, die ich zum Kürbisschnitzen brauche. Nice. Das, was jetzt nach wie vor irgendwie in Sachen Carbonara natürlich noch offen ist, ist irgendwie mal die Klemmbausteinteile irgendwie zusammenzubringen, um den Klemmbaustein, also das Klemmbaustein-Carbonara zu basteln. Aber das ist eher, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist eher eine Sache für nächstes Jahr. Also nicht nächstes Jahr Halloween, aber für nächstes Jahr. Dieses Jahr steht noch genug anderer Scheiß auf. An. Na gut, aber ich würde sagen. Meine Lieben. Ja, ich mache hier mal wieder das Licht an. Hi. So, aber damit sind wir es für heute, glaube ich, zu wissen. Ich bin sehr zufrieden. Es hat, wie gesagt, wesentlich besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Nein. Kürbanara-Schlachten im Stream gibt's nicht. Vielleicht gibt's morgen Spieleabend, wenn sich noch irgendwelche Leute finden. Aber bisher hat noch niemand geantwortet, von daher schauen wir mal. Ja. Was muss ich denn noch sagen? Was sage ich denn normalerweise so am Ende? Ich sage auf der einen Seite vielen Dank an alle Leute, die zugeschaut haben. Voll schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet auch irgendwie einen halbwegs entspannten Dienstagabend. Was passiert die nächsten Tage hier auf dem Kanal noch so? Morgen erstmal gar nichts, weil Mittwoch kann man halt auch mal irgendwie 5 gerade sein lassen. Und ich habe derzeit genug noch zu zeichnen und zu machen und zu tun und zu designen. Von daher bin ich um jede Stunde, die ich einfach entspannt darauf verbringen kann, echt, echt froh. Am Donnerstag geht Ni No Kuni weiter. Ja, ich weiß, ich habe vergessen, das Icon auszutauschen im Wochenplan. Das, was da steht, ist richtig. Nicht, dass da was angezeigt wird. So. Also Ni No Kuni geht am Donnerstag weiter. Am Freitag gibt es Shadow Gambit. Am Samstag bin ich auf einer Halloween-Party. Und am Sonntag geht es weiter mit The Twitcher 3. Wieder mit gelben Augen. Aber Nana, Brettspielabend geht im Zweifelsfall auch über Tablet. Also da wäre halt noch die Frage, ob du gleichzeitig über Tablet quasi Discord und noch irgendwas anderes haben kannst. Ja, Melli, das Schnitzen ging schneller, als ich es gedacht habe. War erfolgreicher, als ich gedacht habe. Und ich hab keinen Plan für danach. Und ich kann ja jetzt auch nicht einfach irgendwie anfangen, Witcher zu spielen, weil meine Augen sind die in der falschen Farbe. Aber ich kann gerne, Melli, ich kann gerne noch mal für 2 Minuten lang Kürbanara in diese Kamera halten. Nein, das machen wir am Sonntag. Das machen wir am Sonntag, Melli. Dann habe ich vor allen Dingen heute noch ein bisschen Zeit, um am Wimmelbild weiterzumachen, am Kalender weiterzuschrauben und so Geschichten. Weiß, ich rede viel darüber. Ich rede vollkommen zu Recht viel darüber. Aber ich glaube ohne Scheiß, dass ich bestimmt noch 30, 40 Stunden in dieses Wimmelbild stecken muss, damit es fertig wird.
Fühl dich umarmt, Melli. Es tut mir leid, dich so oft zu enttäuschen, aber meistens hat es gute Gründe. Aber ich glaube, das wissen wir auch beide. Und du kannst nicht aus deiner Haut mir das dann quasi nochmal irgendwie zu versuchen, zu versuchen, zu versuchen. Und ich kann nicht aus meiner Haut, dass ich sage, nee. So, meine Lieben, dann. Was immer. Wie gesagt, nachher gibt es noch Fotos. Die Fotos ziehe ich gleich rüber auf den Rechner und tue sie dann, also tue dann irgendwie 2, 3, 4 irgendwie rüber. Macht's gut, meine Lieben. Schlaft gut, träumt was Schönes und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Donnerstag im besten Fall, oder? Zu Ni No Kuni. Ja, yeah, Ni No Kuni. Ni No Kuni macht derzeit schon auch sehr, sehr viel Spaß mit den unterschiedlichen Stimmen und so. Das ist schon schön. Schlaft gut, meine Lieben, träumt was Schönes und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr morgen Abend Zeit habt, dann kommt doch mit irgendwie zum digitalen Brettspielabend. Ich glaube, es wird sehr, sehr nett. Welche Brettspiele gespielt werden, müssen wir noch gemeinsam irgendwie festlegen, aber.